Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich kann das jetzt nicht kontrollieren. Ist das gut verständlich? So, okay. Eine Vorbemerkung bei der Frage, wie man einen solchen Vortrag präsentiert, habe ich mich dafür entschieden, mal keine PowerPoint-Folie zu benutzen. Und dann gibt es die alternativen Freireden oder Manuskript. Und ich habe mich für eine Mischversion entschieden. Es gibt also für den ersten Teil, der ein bisschen diffiziler ist, ein Manuskript. Und der zweite oder das letzte Drittel werde ich dann extemporieren, um einen passenden Begriff zu gebrauchen. Im Folgenden will ich die Annahme entwickeln und begründen, dass es aussichtsreich ist, dass man also mehr sieht, wenn man die Veränderungen der sozialen Zeitstrukturen als Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen beschreibt. In einem ersten Schritt werde ich dieses Konzept zunächst kurz vorstellen, zum einen, um einen ersten Eindruck von den Phänomenen zu geben, die man sich unter dem möglicherweise kryptisch klingenden Titel meines Vortrags vorstellen kann, zum anderen, um Vieldeutigkeiten und Unschärfen des Konzepts in den Blick zu nehmen, um deren mögliche Klärung sich meine Überlegungen dann im Folgenden bemühen. In einem zweiten Schritt werde ich summarisch mich mit Befunden zur Veränderung der Semantik und Strukturen sozialer Zeit befassen, um dann in einem dritten Schritt auf das Konzept der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zurückzukommen. Zum einen, weil sich darin nach meiner Auffassung wesentliche Gesichtspunkte dieser zuvor berichteten Befunde über die Veränderung sozialer Zeitstrukturen bündeln und Widersprüche zwischen diesen Befunden aufklären lassen. Eine Fassung dieses Konzepts, wie man sie in Anschluss an Niklas Luhmann entwickeln kann, soll als weiterer Ertrag dieser Überlegungen vorgestellt werden. Diese Fassung knüpft an die paradoxe Grundstruktur des Konzepts an, in deren Entfaltung man die Grundstruktur eines Konzepts von sozialer Zeit und eines angemessenen Verständnisses von Gegenwart erkennen kann. In einem vierten Schritt will ich dann auf einige Beispiele der Reproduktion gesellschaftlicher Zeitstrukturen hinweisen, in denen ein solcher Umgang mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen stattfindet und für die es sinnvoll scheint, eine empirische Überprüfung des Konzeptes vorzunehmen. Kommen wir zu meinem ersten Punkt. Die Formel von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen hat, nachdem sie durch Ernst Bloch zwar nicht erfunden, aber wortgewaltig propagiert wurde, zunächst in seinem Buch über die Erbschaft dieser Zeit aus den frühen 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und dann in den 60er Jahren, insbesondere in einem Kapitel über Fortschritt aus der Tübinger Einleitung in die Philosophie. Dieses Konzept hat zur Beschreibung und zum Verständnis des frühen Faschismus beigetragen, namentlich zum Verständnis der Camouflage reaktionärer Ideologien, die sich im Gewande des technischen Fortschritts präsentierten und in denen eigentümliche Assonanzen zum Futurismus entdeckt werden können. In der weiteren wissenschaftlichen Diskussion ist das Konzept, soweit ich sehe, mit der Ausnahme einer Arbeit von Beat Dicci, nicht mehr systematisch verfolgt worden. Gelegentlich taucht es noch im Feuilleton auf oder im politischen Diskurs, zum Beispiel bei Wolfgang Thierse, der in einem Beitrag für das Grundwerteprogramm der SPD in der Ungleichzeitigkeit der globalen Entwicklung das zentrale Problem der Zukunft sieht. Die Formel hat offensichtlich nicht an Reiz verloren, aber an analytischer Prägnanz eingebüßt. Worum geht es? Beginnen wir bei Ungleichzeitigkeiten, also Differenzen in der Zeitdimension. Sie können sich auf unterschiedliche Tempi beziehen, auf Unterschiede in der Zeitorientierung, zum Beispiel an der Vergangenheit oder an der Zukunft. Sie können ein zu spät oder zu früh im Hinblick auf bestimmte Zeitpunkte oder Zeiträume meinen. Ideen,
Artefakte oder Personen können ihrer Zeit voraus oder eben von gestern sein. Sie können auch für sich, wie ein Teil der Stones das getan hat, behaupten, sie seien auf der Höhe der Zeit. Das Konzept des Cultural Lag bezeichnet ein solches Hinterherhinken oder Auseinanderdriften von Infrastrukturen, beispielsweise gegenüber technologischen Entwicklungen. Auch die Rede vom Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten thematisiert solche Ungleichzeitigkeiten als unterschiedliches Tempo bei der Erreichung von Zielen gesellschaftlicher Entwicklung, die in dem Fall die Europäische Kommission setzt und dafür sorgen möchte, dass sie eben beseitigt werden, diese Ungleichzeitigkeiten. Das Konzept wird allerdings auf doppelte Weise auch in Frage gestellt. Zum einen wird es mit dem Ideologieverdacht der Fortschrittsgläubigkeit belegt, so etwa von Wolf Schäfer, der in dem Konzept so etwas wie eine normative Implikation der Verpflichtung auf ein evolutionäres Modell des Fortschrittes sieht. Oder es wird aus systemtheoretischer Perspektive als Idee gekennzeichnet, dass wir in der Weltgesellschaft gleichzeitig in unterschiedlichen Phasen gesellschaftlicher Entwicklung leben, als Ausdruck aber soll das dann verstanden werden einer veralteten Vorstellung von Evolution. Luhmann hat mit Bezug auf derartige Vorstellungen kommentiert, dass der Begriff der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen dann zu einem anomalienabsorbierenden Begriff werde. Und Stichweh plädiert dafür, derartige Anomalien nicht als Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu verstehen, sondern, Zitat, in der Form multipler temporaler Sequenzen von Strukturänderungen, Zitat Ende, die Diversität garantieren und mit evolutionstheoretischen Denkmitteln beschrieben werden sollen. Dem könnte man folgen, dass man dem Konzept tatsächlich mitunter impliziten Bezug auf gerichtete, in Phasen der Entwicklung sequenzierte Evolution aufgibt und auf Diversität erkennt. Stichweh hält es für verzichtbar, diese Diversität in der Zeitdimension zu beobachten und fokussiert auf funktionale Differenzierung und Regionalisierung als Möglichkeiten, in der sich Variation in der einen Weltgesellschaft noch zeigen könne oder entwickeln könne. Allerdings konzidiert er als Folge des Operierens der Funktionssysteme, dass, obwohl es gleichzeitig stattfindet, nicht von Moment zu Moment synchronisiert werden könne und dadurch, Zitat, eine Art Ungleichzeitigkeit, Zitat Ende, entstehe. Dem kann man nur zustimmen. Mir erscheint diese Desynchronisierung allerdings wesentlich. Sie ist für das Verhältnis der Funktionssysteme erscheint allzu evident und man denke nur an das Beispiel der gegenwärtigen Krise auf den Finanzmärkten und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Zeitperspektiven in der realen Wirtschaft, den Finanzmärkten, Wirtschaft und Politik. Ich will versuchen, darauf kurz am Schluss noch einmal etwas näher einzugehen. Aber bleiben wir bei dem Beispiel der Regionalisierung, das ich vertiefen möchte in der Betrachtung etwas. Beispielsweise, wenn man in süddeutschen Regionen die dort vorgeblich praktizierte Paarung von Ressourcen wie Innovation und Bodenständigkeit mit Slogans wie Laptop und Lederhose, also Slaptops, wenn man so will, oder in Baden-Württemberg heißt es, ich kann leider nicht gut schwäbisch genug, um das zu machen, aber da heißt es, glaube ich, wir können alles außer Hochdeutsch. Also auch da wird sozusagen Bodenständigkeit, Regionalität, Idiom mit sozusagen den unbegrenzten Möglichkeiten des innovativen Potenzials gekoppelt oder gemischt. Nun hat das in Bayern durch die Modernisierungspolitik von Edmund Steuer, Stoiber, der Name, das ist kein ganz zufälliger Lapsus gewesen, glaube ich, denn diese Modernisierungspolitik von Edmund Stoiber dürfte in die bis dahin schöne Wahlverwandtschaft einige fremdkulturelle, wenn man will, diabolische Elemente eingeführt haben, die auch durch die populistische Rede Herrn Becksteins über das Maß Bier, das ein rechter Bayer schon vertrage, nicht ausgetrieben werden konnte. Das Ergebnis ist bekannt.
In anderen Regionen lassen sich die Musealisierung von Ruinen des montanindustriellen Zeitalters in Industrieparks oder die Umfunktionierung zum Beispiel von Teilen der Zeche Zollverein in Essen in ein Designzentrum als Formen des Umgangs und der Bezugnahme auf Ungleichzeitigkeiten anführen. Aus den neuen Bundesländern werden etwas für mich anders wahrgenommene Beispiele berichtet des schroffen Nebeneinanders von altindustriellen Brachen und neuen Investitionsruinen der Dienstleistungsgesellschaft wie Flughäfen und Motodrome. Während mir der letztere Fall als ein, wenn man so will, unvermitteltes Nebeneinander von Vergangenheiten und vergangenen Zukünften und einer im Grunde perspektivlosen Zukunft sich darzustellen scheint, wäre in den beiden zunächst genannten Beispielen hier eine Form des, wenn man so will, kulturellen Umgangs mit den Ungleichzeitigkeiten zu konstatieren. Hier wird Vergangenes konstruiert und präsentiert, für zukünftige symbolische oder sonstige Verwendung präpariert. Was hier kulturell gepflegt wird, die Nutzung, wie man mit Parsons sagen könnte, von Landfaktoren für die Bewältigung der Zukunft oder für die Abfederung gegenwärtigen wirtschaftsstrukturellen Wandels. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Befunde zur Veränderung sozialer Zeitstrukturen und Semantiken. Die zwei primären Beobachtungen der vergangenen Jahrzehnte, 3 bis 4 Jahrzehnte etwa, waren sicherlich zunächst die Beobachtung von Brüchen und Diskontinuitäten. Burkhard Lutz' Buch mit dem Titel Das Ende des kurzen Traums immerwährender Prosperität hat dies schön auf den Begriff gebracht. In Frankreich hieß es etwas pathetischer, das Ende der 30 glorreichen Jahre. Die zweite Veränderung im Zeitbewusstsein bezog sich auf die Zukunft, die man nur noch als Risiko beschreiben kann. Beides trägt zu einer Krise dessen bei, was man als lineares Zeitbewusstsein bezeichnet. Und ich denke, dass bezüglich dieser Befunde weitgehend Konsens besteht. Sie hat auch die Folge, dass in dieser Krise der Linearität, die auch diskutiert wird, und der Krise der großen Erzählungen oder dem Ende der großen Erzählungen, auch sich etwas aufzulösen scheint oder zu verändern scheint in diesen Befunden, dass man die sequentiellen Ordnungen nennt, die natürlich in einer solchen Linearität unterstellt werden. Es gibt eine Reihe weiter und für mich dann eher widersprüchlicher Befunde. Seien sie nun Befunde über die Veränderung von Zeitregimen wie dem fordistischen Zeitregime, das also in einer bestimmten Form der privaten Lebensführung, das auf einem bestimmten Ernährermodell basierte, auf einer bestimmten Einteilung von Arbeitszeit und Freizeit, dass diese verbunden auch mit der Veränderung von Organisationsformen und Veränderungen von flexiblen oder der Entwicklung von flexiblen Beschäftigungsverhältnissen sich diese Zeitregime weitgehend verändert haben, um nicht zu sagen aufgelöst haben. Da gibt es sehr widersprüchliche Befunde. Mir wurde erzählt, dass Karl Ulrich Mayer wie gewohnt, wenn man so will, in seinem Vortrag diese These von der generellen Zunahme von Flexibilisierung durchaus in Frage gestellt hat. Und wenn man auf die Familien blickt, dann kann man zum Beispiel diese These von der, wenn man so will, der seriellen Monogamie, die Hartmut Rosa als ein Indiz dafür genommen hat, dass sich alles beschleunigt, auch in diesem Bereich, dem kann man durchaus entgegenstellen, dass die demografische Entwicklung dazu geführt hat, dass in diesem Bereich, im Familienbereich, es mehr Generationenverhältnisse gibt, wie es sie in diesem Umfang und in diesem Ausmaß bisher jedenfalls in unseren Gesellschaften nicht gegeben hat, Veränderungen in Form des demografischen Wandels. Es gibt andere widersprüchliche Befunde, die ich hier nur in ihrer Widersprüchlichkeit zitieren möchte, nämlich die, dass es sich bei der Entwicklung der Zeitstrukturen, nehmen wir beispielsweise Aussagen von Manuel Castells, um eine Entwicklung zu einer Zeitlosigkeit führe, die durch die Kompression von Raum und Zeit entstanden sei, während
andere Befunde nun gerade diese Zeitlosigkeit in Frage stellen und die Gegenthese von einer Verzeitlichung der Zeit, in der dann das Element der nicht mehr geordneten Sequentialität zentral gestellt wird, hervorheben. Ich möchte versuchen, ohne auf diese Befunde, die Ihnen in der Regel ja wahrscheinlich auch zumindest geläufig sind, nicht weiter jetzt eingehen und zunächst erstmal versuchen, zu dem Konzept der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zurückzukehren. Denn ich glaube, dass man, wenn man diesen widersprüchlichen Befunden der Verzeitlichung einerseits und der Zeitlosigkeit andererseits versucht, auf den Grund zu gehen, dann scheint es mir hilfreich zu sein, auf Diagnosen zurückzugreifen, die empirisch oder theoretisch an dem Phänomen der Gleichzeitigkeit ansetzen. Helga Nowotny hat Ende der 80er Jahre auf eine Entwicklung aufmerksam gemacht, die sie die Illusion der Gleichzeitigkeit nannte. Gleichzeitigkeit wird bei Nowotny durch technische Vernetzungen telekommunikativer und telematischer Art illusionär erzeugt. Illusionär, weil Gleichzeitigkeit im physikalischen Sinne nicht wirklich realisiert werde und weil sie keine wirkliche Gleichheit herstelle, sondern vielmehr verstärkt Ungleichheiten zutage treten lasse, die diesen an dem Maßstab der chronometrischen Gleichzeitigkeit gemessen den Ungleichheiten als zeitlicher Index beigegeben wird. Wir wissen, dass in der Sozialstrukturanalyse derartige Befunde der Verzeitlichung und der unterschiedlichen zeitlichen Indizes dazu geführt hat, dass man sich bemüht hat, mit unterschiedlichem Erfolg diese Formen der unterschiedlichen zeitlichen Indizes für die Wahrnehmung und auch für die Wirkung von Ungleichheitslagen zu erforschen. Relativ überzeugend scheinen mir dabei die Befunde aus der Lebenslauf- und Biografieforschung, in denen belegt werden kann, dass gleiche Strukturen und gleichzeitig erlebte historische Ereignisse bei Angehörigen unterschiedlicher Kohorten in ganz unterschiedlicher Weise Effekte erzielen. Nowotny folgert aus dem Druck der Gleichzeitigkeit, den sie wahrnimmt und der durch die modernen Kommunikationstechnologien ausgeübt wird. Dem Druck der Gleichzeitigkeit ausgesetzt zu sein, bedeutet, des Rechts auf eigene Entwicklungsgeschwindigkeit verlustig zu gehen, sagt sie. Ich sehe, dass die daraus von ihr und unter diesem Begriff ist dann die Veröffentlichung, das rezipiert worden, das Plädoyer für die Entwicklung von Eigenzeiten als primär normativ begründete Schlussfolgerung aus der von ihr wahrgenommenen Vergleichzeitigungstendenz. Ein anderes Konzept, das sie entwickelt und das mir einleuchtender scheint, ist, dass unter diesen Bedingungen des verstärkten Vergleichzeitigungsdrucks sie Möglichkeiten sieht und auch empirische Entwicklungen wahrnimmt, die die Gegenwart dehnen sollen. The extension of the present, wie sie das in einem englischen Aufsatz nennt. Man wird die seinerzeit von Nowotny und ähnlich auch in den 90er Jahren etwa von David Harvey und John Urry vertretenen Argumente im Hinblick auf eine Entwicklung zur Vergleichzeitigung aus heutiger Sicht eine gesteigerte empirische Evidenz zusprechen können. Telekommunikativen und vor allem telematische Entwicklungen führen zu einer, wie Elena Esposito das genannt hat, Hypertrophie der Gleichzeitigkeit. Viele Prozesse vollziehen sich in Echtzeit, eine Zeitmodalität, die auch Amin Nasseh für seine Theorie einer Gesellschaft der Gegenwarten in Anspruch nimmt. In einem ein Jahr nach dem Beitrag von Nowotny erschienenen Aufsatz von Niklas Luhmann mit dem Titel Gleichzeitigkeit und Synchronisation macht er ein Denkangebot zur Rekonzeptualisierung von Zeit, das an der unhintergehbaren Bedingungen der Gleichzeitigkeit allen Geschehens ansetzt. Zur Verdeutlichung dieser, wie er sagt, trivialen, aber aufregenden These zitiert er wiederholt Alfred Schütz mit der Aussage, dass für uns alle die Zeit gleichmäßig fließe und wir alle gemeinsam altern.
Nur die Gegenwart, so Luhmann, sei ein sicherer Ort, weil in ihr die Gleichzeitigkeit des Welterlebens gesichert ist. Nichts und niemand kann dieser Gleichzeitigkeit durch eine Zeitreise entfliehen. Aber diese Sicherheit ist damit erkauft, dass man in dieser Gleichzeitigkeit auch nichts sehen, keine Informationen beziehen kann und auch nichts tun kann, weil alles gleichzeitig ist. Alles, was gleichzeitig sei, so Luhmann, könne keine Wirkungen haben und ist auch nicht beeinflussbar, denn dazu bedürfte es einer zeitlichen Differenz, jedenfalls nach dem Vorstellungsmodell von Kausalität, von vorher und nachher. Müsste ein Beobachter alles auf einmal erleben, würden alle logischen Strukturen kollabieren. Alles, was im auseinandergezogenen Nebeneinander, eine Kategorie, die wir schon bei Simmel finden, erschiene, wie ein synchron ungeordnetes Chaos. Also braucht es eine Zeitdifferenz. Sie ist die Bedingung der Möglichkeit von Beobachtung und in dem unterscheidenden Bezeichnen, und dieses sei an die Paradoxie der gleichzeitigen Gültigkeit der beiden Seiten der Unterscheidung, jetzt, nicht jetzt, gleichzeitig, ungleichzeitig, aktuell, inaktuell, gebunden. Beide Seiten sind gleichzeitig gegeben, können aber nur im Nacheinander benutzt werden. Das entspricht in etwa, wenn ich es richtig verstanden habe, auch dem, was mit dem zenonischen Paradox und Achilles und der Schildkröte immer schon zitiert wurde. Die Gleichzeitigkeit der Gegebenheit der Welt ist unhintergehbar. Aber Voraussetzung für Systembildung und Beobachtung ist die Einführung einer Unterscheidung. In der Zeitdimension ist es die Unterscheidung von, so, ich gehe hier auf Luhmann ein, auf den ich diese Argumentation stütze, ist die Unterscheidung von Aktualität und Inaktualität, von der Luhmann ausgeht, wobei in der Inaktualität die Anschlussunterscheidung von Vergangenheit und Zukunft angeschlossen wird. Beide Modi der Inaktualität sind operativ unzugänglich. Die Vergangenheit, weil sie irreversibel vorbei ist, die Zukunft, weil sie als Unbestimmte nicht zugänglich ist. Damit rückt die Gegenwart, in der allein gehandelt und entschieden werden kann, in den Fokus der Aufmerksamkeit. Das hatte ja auch Mead betont, dessen Überlegungen sich hier mit denen von Luhmann treffen. In der Gleichzeitigkeit der jeweiligen Gegenwart müssen die Unterscheidungen von gegenwärtigen Zukünften und Vergangenheiten getroffen, aber auch die Verknüpfungen und Anschlüsse hergestellt werden, Bestimmungen vorgenommen und Unbestimmbarkeiten reproduziert werden. Für Anhänger und Kenner der Systemtheorie ist das sicher nichts Neues. Es kann mit dem Konzept der Autopoiesis gefasst werden. Wie kaum eine andere Theorie ist die Systemtheorie auf den Sand der Zeit gebaut, auf die Instabilität von Ereignistemporalität. Die Emergenz von Neuem, die Bestimmung von Informationen führt zu der Anschlussfrage und wie geht es weiter? Dies führt unter Bedingungen gesteigerter Komplexität vermehrt zur Verkürzung dieser Gegenwart, in der noch gehandelt werden kann. Die Bearbeitung von Informationen und die im Lauf der Zeit erfolgende Verknüpfung von gleichzeitig gegebenen Ungleichzeitigkeiten, insbesondere den Unterschieden zwischen den verschiedenen möglichen Zukünften und jeweils in der Handlung, in Entscheidungen, ja auch im Beobachten neu geschaffenen Vergangenheit, sie erzeugt Beschleunigungsdruck. Um hier auf die Argumentation, die, wenn man so will, den Versuch einer großen Synthese, den Hartmut Rosa vorgelegt hat, hier einzugehen. Dies wäre ein Punkt, an dem ich glaube, seine Betrachtung korrigieren zu wollen. Beschleunigung ist hier in diesem Zusammenhang mindestens auch eine Folge und nicht die Ursache von gesteigerter Komplexität und Evolution. Allerdings wäre es eine falsche Vorstellung, sich die Autopoiesis des sozialen Systems gewissermaßen als eine Creatio Continua vorzustellen, bei der immer die Fortsetzung der Autopoiesis und die Synchronisation des Geschehens in der vergehenden Aktualität gewissermaßen aus dem Nichts gewährleistet werden muss. Dass dies so nicht ist, dafür gibt es bei Luhmann mannigfaltige Hinweise, obwohl die Lektüre seiner Theorie der Autopoiesis genau diesen Eindruck immer wieder hervorruft, so als ob es immer wieder sozusagen
bei jedem neuen Ereignis von Neuem beginnt und neu sozusagen synchronisiert werden muss. Warum das de facto so nicht ist, dass man aus dem Nichts beginnen muss, kann man etwa mit der Systemtheorie erklären durch strukturelle Kopplungen des Wahrnehmungsapparates mit seiner Umwelt an Gedächtnisleistungen, vor allem aber auch, wie man hervorheben muss, mit Elena Esposito unter anderem, des Vergessensleistungen. Und ein großer Teil der Social Fabric, nicht zuletzt die Form, wie Organisationssysteme über Zeit verfügen, nämlich durch Entscheidungen. In denen wird genau diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen immer wieder reproduziert. Deshalb ist es auch nicht unplausibel, dass neben der These von der Gegenwartsschrumpfung, wie sie insbesondere Hermann Lübbe vertreten hat, auch die These von der Dehnung der Gegenwart, wie sie Nowotny vorgetragen hat, Plausibilität gewinnen kann. Die Möglichkeiten simultanen Prozessierens, in denen noch entschieden werden kann, noch nicht entschieden ist, was irreversibel vergangen sein wird und welche zukünftige Gegenwart zur gegenwärtigen Zukunft wird, sind durch soziale Informations- und Kommunikationstechnologien außerordentlich erweitert worden. Gleichzeitig gestiegen sind dadurch auch Anforderungen und Zumutungen an die Synchronisation von gleichzeitig gegebenen Ungleichzeitigkeiten und Diversitäten. Darf ich fragen, wie viel Zeit ich noch habe? 3 Minuten. Dann versuche ich das in 5. Danke. Also, mein nächster Punkt, das ist ja sehr demokratisch. Mein nächster Punkt sollte sein, dass ich Ihnen anhand verschiedener de facto stattfindender Formen des Umgangs mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zeigen möchte oder vorführen möchte, dass dies eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Etwas ganz Normales, was immer passiert. Es passiert beispielsweise, darauf hat auch Koselleck hingewiesen, in der Art, wie wir unsere Semantik verwenden, in der Art, wie Begriffsgeschichte verschiedene Schichten ungleichzeitig entstandener Bedeutungen und Semantiken amalgamiert. Selbst an dem Begriff der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen kann man das nachvollziehen. Das gleichzeitige Nebeneinander von Verschiedenen, das Armin Nassé erhoben hat, wird in der alten Systemtheorie durch eine Form von Zeitordnung, Time Schedules, sagt Parsons, geregelt. Dass diese Art von Time Schedules gegenwärtig nicht mehr in der Weise funktionieren, wie wir das zumindest im fordistischen Zeitalter glaubten, erlebt zu haben oder zumindest aus der Literatur darüber wissen, das macht deutlich, dass es hier einen erhöhten Abstimmungs- und Synchronisationsbedarf gibt, den ja Stichwie auch eingeräumt hat. Ich möchte diese alte These der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, so wie sie etwa bei Bloch zu finden ist, die aber zurückgeht beispielsweise auf die Autoren des späten 18., 19. Jahrhunderts, Koselleck zitiert Schlegel, der die unterschiedlichen Rückschritte und Fortschritte in der Geschichte der menschlichen Bildung hervorhebt. Diese Vorstellung von Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen oder Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen wäre sicherlich in der Tat dann problematisch, wenn man sie weiterhin, wie das früher getan wurde, verpflichtete auf eine Vorstellung einer historischen Evolution, die gerichtet ist. Und wenn man sie aber davon befreit, diese Schicht, diese Bedeutungsschicht sozusagen freilegt und sich ihrer entledigt und mit einem Konzept einer, wenn man so will, sehr viel grundlegender ansetzenden Konzeption dieses Umgangs mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen nimmt, wie sie bei Niklas Luhmann entwickelt ist, dann glaube ich, ist dieses Konzept fruchtbar. Lassen Sie mich, wenn ich vielleicht jetzt eine Minute noch habe, sagen, dass für diesen Umgang natürlich, und das ist schon ausführlich angedeutet worden, von zentraler Bedeutung das Gedächtnis ist. Das Gedächtnis, in dem natürlich genau diese Form des
der Integration von Zeitverhältnissen durch die Formen, in denen das Gedächtnis die Leistung erbringt, Neues von Altem oder schon Bekanntem zu unterscheiden, ist dafür zentral. Lassen Sie mich abschließend vielleicht noch ein Konzept erwähnen, an dem man auch die, wenn man so will, Selbstverständlichkeit, aber auch Fruchtbarkeit des Konzeptes sehen kann. Es war hier schon von dem Generationenverhältnis die Rede. Mannheim hat in Anschluss an Pinder, der Monika Wohlrab hat mich darauf hingewiesen, derjenige war, der dieses Konzept in Bezug auf die Generationen, also das Konzept der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, noch lange vor Bloch verwendete. Mannheim, der sich auf Pinder bezieht, betont im Generationenverhältnis die Tatsache, dass zu einem gleichen, wenn man so will, chronologisch bestimmbaren Zeitpunkt wir eine Vielstimmigkeit von unterschiedlich altrigen, also auch unterschiedlichen Generationen haben, die in ihrem Diskurs oder in ihrem Austausch natürlich die Vermittlung zwischen den verschiedenen Zukünften und Vergangenheiten dieser unterschiedlich altrigen, aber zu einem gleichen Zeitpunkt lebenden, Gemeinschaft teilenden oder Werte teilenden Zeitpunkt miteinander in Diskurs stehen. Ein letzter Punkt, um anzudeuten, weil wir hier auch eine Veranstaltung haben, in der die Methoden eine Rolle spielen, möchte ich auch auf einen bestimmten Aspekt von Empirie hinweisen, dem ich mich im Zusammenhang mit der Erforschung und empirischen Überprüfung der Fruchtbarkeit dieser These zugewandt habe. Das ist insbesondere ein Bereich der Forschung, der sich auf die Art bezieht, wie die Präsentation von Geschichte in historischen Museen vom Publikum erlebt wird. Die neue Museologie, gerade auch in historischen Museen, inspiriert wurde das Ganze durch die Architektur des Jüdischen Museums in Berlin, die in ihrer Architektur sozusagen mit aller Sequenzialität und aller Linearität bricht. Die neue Museologie in der Art, wie sie Geschichte inszeniert darstellt, setzt darauf, dem Besucher, dem Rezipienten, dem Publikum nicht mehr eine Geschichte zu erzählen, die chronologisch geordnet ist, sondern viele Geschichten und viele Möglichkeiten anbietet, diese Geschichten sich über verschiedene Medialitäten und über verschiedene Formen der thematischen und nicht mehr chronologischen Organisation der ausgestellten Objekte zu nähern und auf eigene Weise sozusagen diese historischen Ordnungen, die sich nicht mehr in einer großen Geschichte verdichten, herzustellen. Dort haben wir in 4 historischen Museen Besucherbefragungen gemacht und bevor ich jetzt anfange, empirische Ergebnisse zu erzählen, eine einzige, das ich vielleicht erwähnen kann, ist, dass wir dabei neben quantitativen Verfahren auch qualitative Verfahren angewendet haben, in denen wir die Besucher befragt haben, wie sie denn nach dem Besuch des Museums, diesen Museumsbesuch, wenn Sie ihn mit etwas vergleichen sollten, beschreiben würden. Und bei den Auswertungen dieser Ergebnisse glauben wir nachweisen zu können, dass sich diese Art von nicht mehr chronologisch sequenzieller Geschichtswahrnehmung, die in der neuen Museologie auch intendiert ist, bei den Besuchern tatsächlich finden lässt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Hans-Georg Brose. Uns bleiben nur durch die große Erzählung einige wenige Minuten zur Diskussion. Ich bitte um Wortmeldungen. Monika Wohlrapsa. Ich fände es hilfreich, wenn du noch mal darauf eingehen würdest, auf wie sich sozusagen in deinem Vortrag ein grundlagentheoretisches Argument zur Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu einem, also ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, modernisierungstheoretischen Argument verhält. Also ich habe den Eindruck, dass du einerseits was Allgemeines sagst über soziale Zeit als solche und die Belege, also dieses frühe Auftauchen sozusagen dieser Metapher in der frühen Moderne ist ja ein Indikator dafür, dass es sozusagen offensichtlich nicht so stark sozusagen an gegenwärtige Umbrüche gebunden ist, sondern dass es irgendwie eine Figur ist, eine Metapher ist, mit der sich
Umbrüche als solche beschreiben lassen, die irgendwas verändern, sozusagen in der Struktur sozialer Zeit. Und sozusagen, aber die Beispiele, auf die du dann eingehst, sind ja welche, die nochmal sozusagen diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen sozusagen in einer neuen Form präsent machen oder sozusagen relevanter werden lassen. Und die Frage wäre sozusagen, welche Rolle spielt sozusagen diese dann wieder zeithistorisch gebundene Lesart dieser Metapher und was sind sozusagen die Ursachen im Grunde genommen für eine neue Relevanz dieser Begrifflichkeit? Modernisierungstheoretisch, evolutionstheoretisch, das jetzt. Also da würde ich durchaus sozusagen der systemtheoretischen Gemeinschaft folgen und sagen, wir befreien sozusagen, also ich befreie, die würden es im Hinblick auf Evolution ablehnen. Im Hinblick auf andere Aspekte, wie ich versucht habe zu zeigen, geht Luhmann mit diesem Konzept grundlagentheoretisch sehr fruchtbar um. Was sind die Ursachen? Die Ursachen sind sicherlich Phänomene, die ich jetzt mal fast für taken for granted gehalten habe, nämlich Transnationalisierung, Veränderung von räumlichen Bedingungen, Veränderung ganz allgemein ausgedrückt der Sichtbarkeit von anderen. Das kann man als Diversität, man kann es als Multikulturalität, man kann es auch als das Modell des alten Habsburg bezeichnen, ja, also Habsburg postcolonial, wenn man so will, ja. Das sind die Bedingungen, die, wie ich das formuliert habe, den Horizont des kommunikativ Erreichbaren für uns in einer Weltgesellschaft enorm erweitert haben. Und von daher sozusagen ergeben sich aus meiner Wahrnehmung verstärkt Synchronisationsprobleme dieser enormen Diversität. Und ich weiß auch nicht sozusagen, ob das in einer Welt postfordistischen Zeitordnung mündet, das glaube ich nicht. Aber gerade deshalb plädiere ich, wenn man so will, da bin ich dann auch eher, wenn man so will, funktionalistisch, nicht normativ, für das, was ich Kulturen der Ungleichzeitigkeit nenne. Also eine Form des gepflegten Umgangs mit diesen, also mit Ambiguitätstoleranzen, die das voraussetzt, mit diesen Ungleichzeitigkeiten. Und ob das jetzt noch in irgendeine Variante von Modernisierungstheorie gegossen werden kann, das sehe ich nicht. Gibt es weitere Wortmeldungen? Werner Rammert? Ja, ich bin mit vielem einverstanden, auch mit der Diversität und der Zunahme und den Problemen. Aber ich denke noch nach über den Begriff der Gleichzeitigkeit, wie du ihn eingeführt hast. Ist ja so plausibel, ich habe ihn auch so immer gelesen. Aber er kam mir etwas anthropologisch vor, zu sagen, ne, dass man in diesem Augenblick nur eins machen kann oder durch Wahrnehmung wurde es geschaffen. Das war bei Bloch wahrscheinlich noch Philosophie und Anthropologie in dieser Wahrnehmung. Bei Luhmann ist er autopoetisch begründet, also auch nicht soziologisch. Ich suche noch nach dem sozialtheoretischen gleichzeitig Begriff, weil dieser Zeitbegriff, der dahinter steckt, ist entweder anthropologisch oder physikalisch oder bezogen auf autopoetische Lebenssysteme. Aber soziologisch würde ich sagen, hat man mindestens diese zwei Möglichkeiten. Wie wird hier Gleichzeitigkeit hergestellt? Einerseits durch die Uhrenzeit, die auch eine Konvention ist. In der Physik gibt es keine Gleichzeitigkeit, sondern jedes System hat eigene Zeiten. Ne? Deswegen gibt es auch keine physikalische. Im Hinterkopf bei diesen Konzepten tut man so, als ob es eine einheitliche gibt. Es gibt die konventionelle. Und wir treffen uns hier in der gleichen Zeit, deswegen haben wir hier eine Gleichzeitigkeit nach diesen Konzepten. Aber soziologisch würde ich auch sagen, ich habe da hinten gesehen, drei machen mit ihrem Laptop, andere machen SMS-Tippen. Die sind zwar hier auch im Raum, aber es ist ja keine Gleichzeitigkeit, weil die wird durch Miet eher folgen. Durch Interaktion wird das erst hergestellt. Ja, es fehlt mir das soziologische, das sozialtheoretische, Entschuldigung, das sozialtheoretische bei diesen Begründungen bei Luhmann durch Autopoiesis und bei Bloch eben mehr anthropologisch. Müsste da nicht diese Interaktionsdimension sein, dass wir haben zwei Zeiten, solange wir du sprichst und die anderen zuhören, ja, haben wir diese Gleichzeitigkeit, weil wir so einen Kosmos da bilden. Wenn wir aber anfangen, Multitasking zu machen, das machen wir zunehmend heute, ne, telefonieren zwischendurch, SMSen und im Computer Spiele machen oder E-Mails lesen, ja, dann haben wir
nicht die gleichzeitig, sondern haben wir zwei Zeiten hier im Raum gleichzeitig. Und das finde ich dieses... Ja, aber also das wäre ja nun, also die zwei Zeiten oder die vielen Zeiten hier im Raum gleichzeitig, also das Beispiel, das mir immer sozusagen auch zur Verdeutlichung dient, ist, wenn wir uns mit den Massenmedien beschäftigen, die in der Tat für diese Art der Herstellung von Zeit, Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit sozusagen die zentrale Organisation bzw. Institution sind, dann brauche ich nur darauf zu verweisen, dass es in bestimmten Fernsehkanälen diese inzwischen nicht nur dreifach übereinander, da gibt es den Börsenticker aus Tokio, den Börsenticker aus Frankfurt, es gibt die politischen Meldungen, es gibt noch irgendeinen Kommentator und dann ist noch was eingeblendet und dann gibt es noch Breaking News. Ja? Also das ist nicht auf allen Sparten so. Ja, aber diese Art der Übereinanderlagerung von ungleichzeitigen Zeitreferenzen, die ist da meiner Meinung nach schon bedeutsam. Eine Bemerkung, also wenn Bloch hier als anthropologisch abgebucht würde, dann bin ich missverstanden worden oder dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Das ist ein expressionistischer Geschichtsphilosoph in dem Fall, aber nicht unbedingt ein Anthropologe. Was die Sozialtheorie anbelangt, würde ich sagen, die ist eher, und das ist bei Luhmann zumindest ganz evident, eine phänomenologische Grundierung, in der man etwa bei Schütz über das Konzept der Gleichzeitigkeit oder der Synchronisation beim Musizieren sehr vieles finden kann, was sich für dieses Konzept fruchtbar machen lässt. Lassen Sie mich etwas, darf ich noch etwas sagen? Nein? Nein, ich glaube, eine Wortmeldung. Ich würde gerne was zu den Finanzmärkten sagen. Ja, das wäre noch ein anderes Thema. Nee. Glaube ich schon, es ist ein anderes Thema. Noch eine letzte Wortmeldung. Okay, Gabriele Sturmbonn. Mich haben viele Ihrer Ausführungen sehr angeregt und ich fand sie sehr kreativ, auch für meine Arbeit. Als Raumsoziologin, die sehr empirisch ausgerichtet ist, habe ich aber zurzeit mit der Zeitsoziologie Probleme, dass der Raum sehr oft außer Acht gelassen wird und dass oft genug nicht unterschieden wird zwischen dem theoretischen Konstrukt der Zeit und dem empirischen Befund eines Termins, so ähnlich wie bei der Raumsoziologie oder bei vielen, die keine Raumsoziologie machen, nicht unterschieden wird zwischen dem Raum als theoretisches Konstrukt und dem Ort als empirischen einfach Punkt, an dem ich etwas materiell und auch von der Interaktion her festmachen kann. Und ich denke, sehr viele Ihrer Erklärungen würden etwas leichter und auch etwas einleuchtender, wenn Zeit und Raum mehr aufeinander bezogen würden, was, wenn ich Raumsoziologie mache, völlig selbstverständlich ist übrigens. Ja, ich kann Ihnen da im Prinzip zustimmen. Ich habe das auch, also ich sage das jetzt nicht so salopp, aber ich habe das versucht in einem Beitrag, in dem ich ein raumsoziologisches Buch mit einem zeitsoziologischen zusammen diskutiert habe, auch genau in dieser Weise, wenn man so will, für eine fruchtbare Komplementarisierung angesehen. Also insofern kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist in der soziologischen Revue, die ausliegt in dieser Nummer. Ach so. Für diejenigen, die interessiert sind. Über die Fledermäuse im Elbtal und die Brücken über die Elbe. Das ist Schröer und Rosa. Ja, gleich. Gut.